So, und damit willkommen zu einer neuen Runde GTA RP zu einer späten Stunde. Denn der Herr Warg hat sich für zwei Ausbildungsfahrten eingetragen, die jetzt gleich in den Dienst kommen, oder sonst keiner da ist. Wir nehmen Tilo das mal wieder. So. Kann man eben noch vorher noch einen kleinen Tee machen? So, haben wir schon mal zum Zopf. Der Wagen hat auch schon 3.850 Meilen runter. Eigentlich ein Dings drin. Ja.
Ja, fangen wir mal kurz bei YouTube an. Lassen wir uns mal kurz ein bisschen ziehen. Wenn ich genug zu essen und zu trinken mitgenommen, ich glaube nicht, da wollte ich eigentlich. Oh ne. Na, dann muss ich mal ein ZOB was gönnen. Ja, nun setz doch. So. Gehen wir uns mal Dienstkleidung anziehen. Ganz normal laufen, Dilo. Ich habe auch noch ein bisschen was zu trinken dabei, sehe ich gerade.
Wobei, ja, das kann man schon was machen. Wir sind auch schon eine Weile hier dran. Was haben wir denn hier Schönes? Crispy Chicken Bowl. Okay. Dino-Nuggies. Das ist ja komisch, ne? Bratenbrötchen? Okay. Gegrillte Lachsröllchen. Was gibt's denn hier alles für geile Sachen? Okay. Bratenbrötchen? Was ist denn? Ach, hier sollen die jetzt auch eingetragen. Okay. Ach du Scheiße, drei Leute? Wie soll ich das denn machen? Gut, das macht es aber für mich ein bisschen einfacher. Kann man ja mal den Streamtitel ändern. Drei Azubis, ein Ausbilder. Oh gut, dann muss ich nicht selber fahren, das ist schön. Wieder. Bin in Bus 1. Bin in Bus 1. Hi. Kommen Sie rein. Soll ich? Okay.
kann man rein. Ja. War jetzt etwas verwirrt, ja. Ivan! So, drei Auszubildende, ein Ausbilder. Das wird spannend gleich. Wenn, du kannst ruhig reinkommen, ich weiß nicht. Na gut. Wenn du das sagst. Vielleicht bin ich aber der beißt. Beiß ich zurück? Ich bin ja der Wolf. Ich heiße nicht umsonst Wart mit Nachnamen. Ah, okay. Ich dachte, du hieß Django oder so. Bitte? Ich dachte, du heißt Django oder Tang oder so mit Nachnamen. Nee. Wark. Wieso? Ja? Alles doch nicht Wolf. Wark ist schwedisch für Wolf. Okay. So, Naomi. Ich hab gehört, wir machen eine Nord-1-Ausbildung. Hey, Lukas. Macht Nord-1-Ausbildung? Mhm. Okay. Weil spontan noch nee, aber wollte ein bisschen Funk belauschen. Achso, so viel habe ich nicht gefunkt. Mehr. weil jetzt noch Naomi in die gekommen ist, deswegen können wir noch ein bisschen Nord-1-Ausbildung machen. Du bist ja schon selber gefahren. Also ich fahre übrigens noch mal eine Runde City 1 dann. Oh, viel Spaß. Danke. Krebsi, bist du schon angefahren? Ich bin eigentlich schon alle Bedarfshaltestellen. Ja, hier steht leider nur Krebsi, deswegen müssen wir die anderen auch noch anfangen. Achso, ich hab... Ach nee, halt hier, Moment. Also das ist halt Pacific Bluffs, Raton Canyon, steht ja öffnet hier schon drin, okay. Genau, Alamos. Dann ist der Alamos schon. Alamos. Eigentlich auch, ja. Steht hier auch, ja, okay. Bisschen interessant hier dokumentiert, aber ist in Ordnung. Okay. Da kann ich nichts dafür. Ja, alles gut. Dann müssen wir jetzt natürlich mal gucken, wie wir das jetzt machen, weil Kalle ja auch ab 21.30 Uhr in Dienst kommt. Die auch noch die Nord-1-Freigabe braucht. Aber du bist ja eigentlich soweit sicher, ne? Also ich glaube, das größte Problem, das ich zurzeit noch habe, ist mit dem Rückwärts-Einpacken. Mhm. Mir geht es um die Nord 1 vor allen Dingen. Ja, ja. Na, dann machen wir jetzt mal die Runde mit dir Nord 1. Wenn du musst dann einfach nur mitfahren, dann geht ja nicht anders, aber vielleicht verdient das Geld. Alles gut. Und ich beobachte und lerne. Ja, genau. Und dann gucken wir, dass wir dich vielleicht nach der Runde sogar vielleicht schon fertig bekommen, je nachdem, wie sicher du bist. Mhm. Das wäre natürlich der Idealfall. Ansonsten ist Kalea halt schon sehr, sehr sicher. Mal gucken, wie wir uns dann aufteilen. Das wollen wir spontan entscheiden. Und dann gehen wir mal in die Nord 1. Guten Abend. Hallo. Abend. Hi. Sie wollen mit uns mitfahren? Ich weiß nicht, ich wollte nach Strawberry. Nach Strawberry, okay. Der Kollege kommt gleich, sind Sie hier in dem roten Bus schon genau richtig, dann gleich, ne? Okay. Okay, gute Fahrt. Danke sehr, euch auch. Hallo, Christina. Tschüss, Christina. Ciao, viel Spaß. So. Gut, Naomi, da gebe ich dir einmal die Azubi-Karte. Azubi, danke. Dann kann... Ja, dann kann man loslegen. Dann nimmst du Funk ansagen und das ganze Gedöns. Mhm. Genau. Brandon, kann man auch kurz Plätze tauschen, damit ich den Funk hören kann? Na, natürlich. Falls irgendwie sonst was ist, damit ich eintreten kann. Wunderbar. Also wie gesagt, Funk machen, Ansagen machen. Bus 4 ist es, oder? Das ist Bus 4, ja. Ja. Genau. Kann ich schon funken, oder? Du kannst schon, ja klar. Okay. 01 mit Bus 4 auf der Nord 1, 24 in Ausbildung, 24 fährt.
Genau. Und Brandon, du warst die 18, ne? Ja. 18 Mitfahrt. Und 18 fährt mit. Genau. Ja, denn, feuerfrei. Los geht's. Wenn du irgendwo noch Unsicherheiten hast, sag einfach. Gut. Mach ich. Ansonsten lass würde ich einfach was mal fahren. Lukas, kannst du dann die Hotline wieder übernehmen, damit ich mich auf die Ausbildung konzentrieren kann? Ja, check es mal. Danke. Nächster Halt, Stadtpark. Jo, gibt's noch irgendwelche Fragen, sondern irgendwelche Unsicherheiten auf dem Nord? Oder fühlst du dich so, so weit? Zurzeit gerade eigentlich nicht. Also, ich weiß, wenn irgendwelche Szenarien wahrscheinlich kommen wird, werden sich wahrscheinlich auch Fragen auftun, aber ja. Mhm. Sehr schön. Brandon, wie sieht's bei dir mit deiner Lage aus, worüber wir gesprochen hatten? Ganz gut. Ich hatte ja gestern beim Diner gearbeitet und habe da richtig gut verdient. Deswegen, also am Sonntag kann ich das ohne Probleme bezahlen. Passt, sehr gut. Nächster Halt, Alter. Genau. Schon am besten, dass du hier vielleicht ein klein Stückchen weiter zurückstellst und du standst jetzt gerade mit der Tür sehr nah an dem Mülleimer. Okay, ja, das so, ja. So, einfach 2-3 Meter ein bisschen vorfahren, ne? Also zurück, genau. Sonst habt ihr beide guten Tag heute gehabt. Boah. Ja. Richtig entspannt. Kann man nicht beklagen, ne? Ich hab mich heute mal ein bisschen zurückgehalten mit den Dienstkommen, weil gesehen hat, dass 2 Leute für Ausbildung da sind. Deswegen bin ich heute mal ein bisschen später aus der Bude. Ja, das ist bei mir heute, ja, ich war jetzt eigentlich spontan jetzt im Dienst. Ich habe nicht geglaubt, dass ich noch so spät aus der Haus komme, also. Ei, ei, ei. Ja, dann tut mir leid, dass ich mich da jetzt reingemischt habe. Alles gut. Das ist, für mich ist das egal, weil da muss ich nicht selber fahren. Das ist für mein Handgelenk sehr angenehm. Oh. Ein bisschen Handgelenk. Ja, das ist aber dauerhaft. Okay. Also. Oh. Deswegen. Das ist ungünstig, ja. Oh, ich sehe gerade, wir müssen mit Kalea noch Verhalten im Schadensfall besprechen. Huch. Okay. Nächster Halt, Harmony West.
Was ist denn da aufgebaut? Ich war gerade im Handy, hab ich gar nicht gesehen. Ah. Ach so, das Rennen. Wann ist das? Das ist doch morgen oder übermorgen. Ah, okay. Ah ne, am Sonntag ist das. Okay. Das hab ich auch nur so am Rande mitbekommen. Nächster Halt, Harmony Ost. Und die haben natürlich eine Ausbildung auf der City 2 gemacht, okay. Cool. 21 für 01 kommen. Frage, bleibt es dabei, dass du nach dieser Runde außer Dienst gehst, komm? Ja, ich gehe nach Runde außer Dienst, komm. Okay, check. Denk bitte nachher noch dran, den Ausbildungsfortschritt von Daniel noch einzutragen, ja? Ja, check, habe ich im Kopf, komm. Alles klar, nur dein Sinne. Nächster Halt, Grand Sonora Desert. Das sieht doch schon gut aus. So im Dunkelfall ist auch nochmal was ganz anderes, ne? Ja, das habe ich noch nicht gehabt bis jetzt. Genau. Dunkeln ist auch wichtig, ne? Gerade wenn du jetzt zum Beispiel die Harmony-Kreuzung gut am Stoppschild hältst, wenn du da rechts abbiegst, da auch im Dunkeln gerne blinken, ne? Okay, ja. Das ist ein Unfallschwerpunkt, ne? Okay, ja. Und auch bei der Kreuzung, wenn du nach Grapeseed einbiegst. Ja. Da auch blinken. Ne? Bei Chumash dann auch dort? Chumash, genau. Ach, auch, genau. Ja. Okay. Nächster Halt, Sandy Shores. Nein. Was bitte? Sandy ist nur einmal im Jahr. Lalalala. Oh, ich werde angerufen. Oh. Grüß schön, wer auch immer das ist. Ja, schöne Grüße. Hallo. Nee, tatsächlich nicht. Okay, bye. Okay. Sehr gut. Ah, wir sind viel zu pünktlich, Mensch. Das geht doch nicht. Ja, es kommt dir nicht so oft vor, dass ich hier Standzeit habe. Also alles, ich freue mich. So soll es sein. Heute ist ein guter Fahrtaxi, das spüre ich schon. Wann telefonierst du noch? Brandon? Wie bitte? Telefonierst du noch? Nee. Ah, okay. Wohnst du eigentlich in Sandy Shores? Ich wohne hier nicht in Sandy Shores, ich wohne in Grapeseed. Ach, Grapeseed, ja, sorry, verwechselt. Ja. In einer Mülltonne. Dich nicht so toll an. Warum? Sie ist sehr gemütlich. Ich bin ausgepolstert mit ein paar Mülltüten. Meine Decke ist ein Pappkarton. Sicher günstig, oder? Also hier in der Gegend ist schon Wohnen ziemlich teuer, deswegen wohne ich in der Mülltonne. Ich sag's dir ungern, aber 10.000 kalt die Nacht. Ja. Ja, ja. So schlimm ist das hier geworden. Ja, Luxus will sich leisten, gell? Ja.
Nächster Halt, Grape Seed Farms. Genau. Ausweichstation. Ach, nix. Was für eine Station? Ah, nö, nix. Okay. Ich hab ein bisschen gerade Blödsinn im Kopf gehabt, sorry. Okay. Die Verwirrung. Denke ich schon den Busführerschein renten? Nee, aber am Sonntag hoffentlich. Ja, das wird's. Genau, ich bin ja auch erst seit, keine Ahnung, ein paar Tagen hier. Achso. Ja. Warte vor, so. Jo, genau. Ihr könnt sich ruhig ein bisschen schräg stellen, so in Fahrtrichtung, ne? Kommst du nicht ganz so stark in Gegenverkehr bei der okay, ja. Okay. Kreuzung, ne? Ihr ein Stückchen vorfahren am besten, richtig schön das vor die Stopplinie. Mhm. Ja, damit du schön was sehen kannst. Ich überlege, wie wir uns gleich am besten aufteilen, ne? Wer kommt jetzt dann noch in Dienst? In Kalea. Ah, okay. Hier geht's auch um Nordeins, oder? Ja, genau. Gerade überlegen, weil Kalea schon recht weit ist. Mhm. Dass ich eventuell sie dann fahren lasse. Mhm. Lass mal gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob sich die Bedarfshälter schon muss man noch schon. Pacific Bluffs und Alarm Museum schon angefahren. Okay. Vielleicht der Taxi schneller. Nächster Halt, Palito Bay Nord. Ja, hier geht's auch leicht bergauf. Das ist unfaires Rennen hier. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, lass ich dann Kalea nächste Runde fahren. Dann machen wir noch den Bedarfshalt. Alamosi? Nee, Grape Seed? Ich kann uns Brandon gleich mal zeigen, wo er wohnt. Nein. Das bleibt geheim. Okay. Wir wollten es trocken hier. Das ist ja. Machst du uns dann schwerer? Da, das ist klar. Jetzt habe ich es verpasst. Oder das ist mir jetzt auch nicht. Super. Passiert, Mensch, passiert. Ja. Aber ist ja noch alles heile. Das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ja. Genau. Na gut, so viele Auswahlmöglichkeiten gibt es in Grape Seed ja nicht, ne? Ja. Ich bin Häuserchen. Aber es ist echt schön dort. Schön ruhig. Ja, das eine Haus, was das verkauft ist, hätte mich auch interessiert, aber ja. Ich hab ja noch ein paar Dito. Gibt es im Haus ein Haus zu kaufen, oder wie? Ja. Also zwei sogar.
Nächster Halt, Palito Bay Süd. Steht in Aussicht, dass du ein Haus bekommst, Thilo? Ich habe mich da nicht drauf geworben. Ich habe dann nur gesagt, so, ich habe ein Palito. Okay. Ein Palito gibt es keine, oder wie, zum Kaufen? Doch, vorhin, aber direkt quasi meine Nachbarhäuser. Ah, okay. Also, das, da gebe ich gerne $145.000 aus. Ja, gut, verstehe ich, ja. Das ist ein bisschen dumm. Gut, ich habe mir das gar nicht wirklich angeschaut, weil das ist noch meilenweit entfernt davon, dass ich mir das selbst das kaufen kann. Einfach einnehmen. Was dann lagern, so. Ja, ja. Ja. Als eigenes Haus claimen. Einfach sagen, so, jetzt wohne ich hier, jetzt wohnt hier kein anderer mehr. Ganz einfache Kiste. Jetzt aber bergab, Gummi! Ich kann's ja mal hupen. Warte mal. Taxifahrer kann man auch immer grüßen, ne? Gut. Ich dachte, der fährt da also, keinen Graben rein, so sah das gerade aus. Gut, ist auch alles Taxi. Was habe ich jetzt richtig. Was soll denn das jetzt heißen? Bei dem wundert mich gar nichts. Ja, ja. Hey, das war der Transitbus. Also eigentlich habe ich das richtig verstanden. Es wird eh so ziemlich jeder gegrüßt, außer jetzt private Fahrzeuge, oder? Also so PDF, die MDN und alles, was halt große Fahrzeuge sind und Taxen. Ja, okay. Ja, ja. Macht zwar nicht jeder zurück, aber ja, wie gesagt, kann man machen, muss man auch nicht, ne, aber... Ich finde das immer so geil. So. Ein bisschen Los Santos spezifisch immer ganz cool. So. Nein, ich mag es sehr gern. Also, ja, ich auch. Das war, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gefahren bin. Das war so ziemlich einer der ersten Busfahrten in der Ausbildung, die ich hatte, wo alle vier Linien unterwegs waren und dann wenn dann alle aufeinandertreffen, das ist dann schon... Das ist schön. Mir gefällt sowas. Mhm. Die einzigen, die da immer ein bisschen so mürrisch sind, das ist Queen Planet, die grüßen gefühlt nie zurück. Das ist so Version, was bei denen los ist. Aber. Die haben so einen weißen, oder? So einen. Das ist diese, hier das Müllunternehmen, die mit den grünen Müllwagen. Ah, okay, da habe ich, glaube ich, noch nie unterwegs gesehen. Nicht behalt, Juma Schmott. Genau, sehr gut. Ein Hoch auf unsere Busfahrerin. Ach ja.
Ich freue mich schon, wenn ich selbst mal ans Lenkrad kann. Hm. Macht doch sehr Spaß, muss ich sagen. Ja, Montag können wir dann loslegen, ne? Nächster Halt, Jumash. Mal schauen. Das wird vielleicht kündige ich ja danach, bisschen ich lang, die Kurve ein bisschen langsamer reinfahren. Ja, ne? Ja, habe ich gerade gemerkt. Wir sind zu schnell. Das wäre ziemlich dämlich, Brandon. Warum denn nicht? Also ich krieg dadurch günstig meinen Führerschein, Mensch. Vielleicht deswegen ja. Ja, nein, also ich wäre schon bescheuert, den Führerschein zu machen und danach zu kündigen. Die Erstattung bekommst du dann natürlich nicht zurück, das ist klar, ne? Das ist logisch. Die Erstattung bekommst du natürlich dann nicht zurück. Ja, stimmt auch wieder. Schwierig. Was macht denn der Observer hier? Okay. Du musst schauen, dass du die Spuren nicht so sehr schneidest, ne? Mhm. Genau. Wenn du deins hört. Ja, wird wahrscheinlich heute Abend die ganze Zeit die Notarbeitung machen, oder? Komm. Ja, korrekt. Check 21 Ende. Ich muss ja gestehen, ich finde, dass hier der Punkt fast ein bisschen zu früh ist für die Vespucci-Kanäle, aber. Ist ja auch der früheste, musst du ja nicht machen. Ja. Ne? Das sind ja Orientierungspunkte. Ja. Ist halt dann so gerade Strecke, also, ne? Ja. Deswegen. Mhm. Nächster Halt ist Pucci-Kanäle. Hier würde ich es zum Beispiel schon nicht mehr machen, ne? Weil diese Straße ja ein bisschen, ne, speziell ist. Mhm. Ne? Und hier jetzt halt viel Stadt ist, deswegen ist der da vorne gewählt. Ne? Ja, gut, macht den Sinn in dem. Ja. Auf der City war das immer ein bisschen dann kritischer, ne? Da haben wir natürlich nicht so eine schönen Möglichkeiten, dass wir uns das teilweise aussuchen können, ne? Also aussuchen können wir es uns schon, aber es, ne, ist halt nicht so komfortabel, was die Distanzen und sowas angeht. Also deutlich mehr Stopps. Ja. Auf die Spur achten, ne? Und hier deutlich langsamer fahren, wenn du hier rechts fährst, ne? Mhm. Hast du jetzt viel zu schnell, ne? Wirklich. Okay. Ja, du kannst ja kaum in die Straße reingucken dann, ne? Das schön langsam fahren. Dann kommt der B. Genau. Ja, da muss aber noch ordentlich Praxis rein. Und auch hier noch langsamer fahren, ne? Okay. Nicht so. Dann kannst du ja schlecht hier reinsehen in die Kreuzung, ne? Nord 1, Ankunft ZOB. Oh, jetzt hab ich vergessen, den Schalt. Nächster Halt, zentraler Omnibusbahnhof. Letzter Stopp. So, mit rückwärts einpacken hast du noch Probleme, hast du gesagt? Ja.
So, heute ist sicher in dem A, genau. So. Und dann jetzt einfach so lassen und dann langsam in die Gegenrichtung lenken. Und auch schon mal einlenken, genau. Mehr. Genau. Und weiter einlenken. Und genau. Das ist zu spät. Muss ja nochmal ausbessern. Genau. Ja. So. Du stehst zwar ein bisschen schief, ne? Aber jetzt fürs Üben reicht das mal so, ne? Okay. Genau. Gut. So. Grüß euch. Hallo. Hallo. Wie geht's? So, das heißt, ich gebe dir dann die Karte schon wieder? Ja, genau. Gerade mal, Lukas, hättest du zufällig noch eine. Wobei, nee, das macht doch keinen Sinn. Noch eine? Noch eine Runde Zeit? Eigentlich ungern. Alles gut, geht doch nicht. Aber ja. Alles gut, doch nicht. Nee, weil ich jetzt. Weil ich jetzt drei Azubis habe, das ist ein bisschen viel. Ja. Wobei Kalea ist aber noch gar nicht da, ne? Doch. Ah, okay. Nee, alles gut, wenn es bei dir nicht passt, alles gut. Kein Stress. Ja, es ist aktuell von meinem Stress. Hallo. Alles gut. Hallo. Es ist kein Überfall. Ah, okay, schade. Aber alle eingetragen noch. Die Hotline wieder. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, Kalea, du fährst eine Runde. Mhm. Ich würde mal ganz kurz mal mit dir einmal kurz unter zwei Augen quatschen wollen. Mhm. Genau, und dann geht's gleich los. Mhm. Genau. Komm nochmal kurz zur Seite, bitte. Ach ja. Erstmal, wie geht's dir? Mittlerweile wieder besser. Ich war fett erkältet mit Fieber und alles letzte Woche. Das war echt nicht schön. Okay, sowas musst du bitte aber auch melden, ne? Ja, habe ich denn nicht mehr dran gedacht, weil ich echt so fett und zu Hause flach lag. Ja, aber wenn du gesund bist, bitte immer melden, ne? Weil das ist halt schon das zweite Mal, dass du jetzt deutlich unter der Mindestarbeitszeit bist und das ist halt nicht so gut, ne? Ja, alles gut. Da bitte unbedingt uns zumindest Bescheid geben, dass wenn du wieder gesund bist, dass, ne? Weil wir müssen da halt ein bisschen drauf achten, ne? Gerade in der Ausbildung, das kommt halt nicht so gut, wenn du halt dann, ne, nicht so oft da bist. Ja, kein Problem. Alles genau, gut. Da bitte drauf achten zukünftig, ja? Hm? Okay, gut. 21 Uhr Runde. So. Bisschen Sport am Abend, tut gut. Genau. So, Kalia, dann darfst du jetzt eine Runde fahren. Du bist ja schon ziemlich weit mit der Nord. Genau. So, dann hast du ja mal hier die Azubi-Karte. Perfekt, danke schön. Genau. Ich steck ja nach Kalia ein, damit ich den Funk hören kann. Und, jo. Naomi und Brandon danach. Ja. Mhm. Gut, Lukas, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Wir hören uns. Gute Ausbildung und wir fahren weiter. Und, viel Erfolg. Genau. Danke schön. Bis dann. Schönen Feierabend. Jo, ciao. Tschüss. Gut, dann gehen wir los. Gut, alles klar. Ready first. So. Jetzt steigen hier alle ein, mein Gott. Ja, Lampenfieber. Genau. Nein. So, die Ansage wird jetzt übrigens richtig schön. Ja, das ist jetzt, das muss ich mich jetzt erstmal vorbereiten. Ich brauche noch ganz viele Nummern hier. Was soll das denn? So die längste Ansage der Welt. Gefühlt. Ich bin die 01. Genau. Brandon ist die. Achso, ich bin die 18. 18 und Naomi 24, ne? Genau. Muss ich denn einfach anhalten, warte, was war jetzt immer? Die 18 und 24 fährt mit, oder fährt was? Fährt mit, genau. Mhm. Okay. Und du fährst selber. Ja, das ist mir, also das habe ich mir jetzt schon, fast gedacht, so. Also ich dachte, sehr der schön. Muss... Der fährt nicht heute. Von alleine. Keine ja. Automatik. So, jetzt hat, ja leider, das wäre schön. Ich habe ein neues Auto, das fährt Automatik. Aber nicht, also nicht so automatisch. So, jetzt muss ich nur einmal nochmal gucken. Also. So, Ding steht schon drin.
Okay. Null eins. Oh, warte, stopp. Welchen Bus haben wir? Vier. 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 Okay. 01, Nord 1, Bitbus 4, Ausbildung 06, 06 fährt, 18 und 24 fährt mit. Sehr schön. Gut. So, Kalea, bei dir steht noch ein Theorieteil an. Oha. Nämlich das Verhalten im Schadensfall. Okay. Jetzt bin ich einmal ganz frech und würde das an unsere beiden Azubis weitergeben. Erklärt doch mal der lieben Kalea, worauf wir denn so beim Schadensfall achten müssen. Brandon, du machst bitte einmal ohne Behördenhinzuziehung und Naomi bitte einmal mit Behördenhinzuziehung. Alles klar, das wollte ich nämlich gerade fragen. Warte, ich wollte gerade noch schon das Fahrtenbuch fertig eintragen. Mach ruhig, oder so. Wer hat denn jetzt gegongt? Hallo? Nächste Halt, Steckpark. Genau, und Kalea macht die Ansagen, dann haben alle drei schöne Aufgabe. Ja, also wenn ich euch dazwischen fall, ne, also nimmt's, bin ich übel. Alles gut. Mir fehlt, glaube ich, auch nur noch ein Bedarfshalt. Soweit ich weiß, mich erinnern kann. Genau. Milo, kannst du vielleicht nochmal das Fahrtenbuch checken, ob das so passt mit den vielen Zahlen? Das wäre ganz nett. Das sieht gut. Okay. Was tut der Spacko denn da hinter uns? Nicht. Leuten, die es nicht schnell genug geht. Ja, ist halt ein Bus, ne? Und eine unübersichtliche Kreuzung, ne? Muss man schon mal bremsen. Richtig, das stimmt. Jetzt muss noch mal jemand für mich gongen, weil ich habe den mir gerade noch nicht so gut eingerichtet. Geschehen. Nächste Halt, Alter. Gut, dann macht mal die. Erklärt mir der lieben Kalea die. Gut, Theorie. Dann fange ich einfach mal an. Also bei dem sogenannten Schadensbericht, sage ich jetzt einfach mal, um es einfach auszudrücken. Wenn jetzt ein Schaden entstanden ist am Bus, entsprechend, sagen wir mal, wir sind gegen einen Baum gefahren, wo halt kein. Oder halt haben. Eine Laterne mitgenommen, wo entsprechend halt Schaden ist. Frontscheibe des Busses, Motorprobleme, Scheinwerfer und so weiter. Alles, na gut, der Motor ist hinten, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall, bei den eigenen Schadensbericht zufolge müsste man, wenn halt ein Schaden entsprechend beim Bus vorhanden ist, in jeglicher Form und Art, ohne Behörden oder sonstiges, muss man halt im RDP einen Eintrag einfinden bei Bestellungen, dann unter Fuhrparkmanagement irgendwas. Ja, genau. Und dort gibt es eine entsprechende Vorlage, die man dann ausfüllen muss. Und die postet man. Heißt Alles Rex, wie geht's dir? Wo postet man die denn? Die postet man genau da. Also oben drüber dann. Die füllt man ja oben drüber aus. In der Bestellung selber. Ach so. Genau. Gut. Ist das soweit alles so korrekt, wo man halt die Busnummer und Co. alles eintragen muss? Die Dienstnummer, entsprechend der Schadenseintrag, also wo der Schaden halt ist. Und halt entsprechend, ja. Genau. Genau. Wann, Brandon, sagen wir mal, welche Schäden gelten dann als Schäden ohne Behördenhinzuziehung? Hab ich mir gedacht, alles gut. Schäden, die auf unseren eigenen Gelände zum Beispiel gestanden sind. Wir haben ja gerne diese sogenannten gelben Posten, die halt an der Bushaltestelle sind beim Stop bei uns. Wenn man da hinten reinfährt ordentlich zum Beispiel.
Alles, wo halt kein fremder Sachschaden oder Personenschaden entstanden ist. Genau. Um es einfach auszudrücken. Genau. Was ist da das Wichtigste zum Beispiel? Also das, ne, wo jetzt gerade, jetzt im Dunkeln man natürlich vor allem stark darauf achten muss, das ist was? Auf die Beleuchtung entsprechend. Korrekt, genau, Lichtanlagen. Dass die halt alle funktionieren, gerade jetzt in der Nacht, wenn entsprechend das nicht funktioniert oder durch irgendwie kaputt gegangen ist, man hat einen Baustein oder so um die Ecke genommen. Nächste halt Harmonie West. So. Wenn du, ja? Wenn du einen Dong brauchst, sag Bescheid, dann mache ich das für dich. Ja, alles gut. Gute, gut. Auf jeden Fall genau. Da muss man halt entsprechend das halt dann eintragen. In der LP bei Bestellungen. Genau. Und welche Schaden sind jetzt zum Beispiel nicht relevant? Also was kannst du ignorieren? Wenn die Stoßstange zum Beispiel eine Delle hat, ein bisschen locker ist zum Beispiel, sowas. Wenn der Motor zum Beispiel ein bisschen komische Geräusche macht, aber noch einsatzbereit ist, also es noch fahren lässt. Genau. Zum Beispiel sowas. Und das dritte sind schmutzige Scheiben, ne? Genau. Ja, ja. Sehr gut, genau. Hast du halt gut erklärt, ne? Also alles, was halt, alle Schäden, die quasi, genau, wie es erklärt wurde, ne, wo jetzt keine Behörden hinzugezogen werden müssen, das sind dann genau diese. Einmal die Gong, bitte. Also. Nächste halt, haben die aus. So, gut, Naomi, dann darfst du einmal den Schaden mit Behörden hinzuziehen, bitte erklären. Gut, also ist grundsätzlich immer dann, wenn Personen mit geschädigt wurden, eben Fremdeigentum, also andere Autos, egal jetzt ob parkend oder fahrend, wenn der Bus jetzt so geschädigt wäre, auch dass er nicht mehr zu fahren ist. Irgendwas, warte, was war noch? Ein Punkt war noch. Ja, warte. Hat sich keiner mehr? ja, genau. Wenn ich, halt Grand Sinora Desert. Wenn man gegen einen Stromkasten oder so fährt, dann muss man auch das FD hinzuziehen und genau. Je nachdem, was halt passiert ist, das die passende Behörde dann dazu, eben wenn Personenschaden ist, MD, PD, gegebenenfalls FD, je nachdem, ob halt irgendein Auto abgeschleppt werden muss oder nicht. Wichtig dabei ist immer auch die Dienstnummern von den jeweiligen Behörden aufschreiben. Und im RDP gibt es dann. Nächster halt, Sandy Shores. Und im RDP gibt es dann auch so eine Vorlage eben für diesen Unfallhergang, wo man dann, also sobald man in der Verfassung ist, je nachdem, was für ein Unfall passiert ist, dass man den eben ausfüllt, so detailliert wie möglich, dass man dass man das gut nachvollziehen kann, was passiert ist und wo der Schaden entstanden ist. Und sonst natürlich erste Hilfe leisten, wenn irgendwas passiert ist. Aber ja, ich glaube, und halt auch das Eintragen im Fuhrparkmanagement, je nachdem, was da passiert ist. Korrekt, genau. Welche Regelung gilt insbesondere bei Unfällen mit Personenschäden? Was die Dienstfähigkeit angeht? Dass man. Also je nachdem, ob man eben selbst auch geschädigt ist oder ob man dann noch fahrbereit ist selber. Nee, ist nicht ganz korrekt. Also grundsätzlich gilt bei Unfällen mit Personenschäden immer außer Dienst gehen. Danach. Okay. Weil du vermutlich zu aufgeregt bist. Korrekt, genau. Okay. Konzentriert zu fahren. Okay, verstehe. Ja. Macht Sinn, ja.
Genau, Kalea, hier noch wichtig, gerade wenn du im Dunkeln fährst, ne, bei der Kreuzung, hier genau, blinken. Blinken. Und auch bei der, wenn du bei Harmony abbiegst, ne? Also nach Harmony einbiegst, genau. Jo, passt, genau. Habt ihr gut erklärt, danke dafür. War jetzt alles wesentlich, war alles drin, genau. Wichtig ist halt, ne, gerade wenn es wirklich mal ein größerer Unfall ist und du fühlst dich halt nicht in der Lage dazu, das Protokoll auszufüllen, ja, kannst du halt auch das den Dritten machen lassen oder halt, wenn du halt so verletzt bist, dass du sowieso im MD oder sowas bist, dann kannst du das auch später machen. Ne? Ich hatte zum Beispiel einen Unfall. Es wäre schlimm, wenn ich das machen müsste, während ich im MD behandelt wäre. Ja, wir sagen das aus Gründen dazu, weil manche das halt auch, ne, logische Menschen wahrscheinlich so. Seed Farms. Genau. Upsala, nix halt, hab ich vergessen. Egal. Genau. Nehmen wir fangen erstmal Crabseed an, also den Bedarf halt. Okay, ja. Ach, halt aus. Dann auch schon da an der Stelle Gong oder später? Ja, kannst du hier auf dem Stückchen machen. Also soll ich mal gongen? Braucht man nicht mehr jetzt. Nächste halt, Grapeseed. Genau. Yay. Gut, dann haben wir das auch besprochen. Kalea, hast du dir schon mal die ganzen Dienstvorschriften und sowas angesehen? Ja, vorhin sogar noch mal. Gut. Dann, wie sicher fühlst du dich auf der Nord 1, was das Selberfahren angeht? Ziemlich sicher. Wo genau ist jetzt hier der Bedarfssaal? Schau auf dein Navi. Noch ein Stück weiter. Ah, okay. Bei der, hinter der Tankstelle. Tanke, genau. Genau. Perfekt. Thank you. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir dann noch eine Runde und dann, Schlussfahrt, dann machen wir in der nächsten Runde, machen wir dann die Abfrage. Okay. Genau. Hat mir jetzt auch so weit gefallen. Die nächste Ansage, wenn man von hier kommt, jetzt auf dem geraden Stück. Ja, hier genau. Ja. Nächste Halt, Rapeseed Farms. Bitte nutzt diesen Halt nicht, um zur Nature's Medicine am Leuchtturm zu kommen, weil es führt kein Weg über den Highway. Ich rede aus Erfahrung. Aha. Ja, damals, vor 2 Jahren, war eine interessante Zeit. Hat mich aber jemand von der Union Grain dann zum Glück mitgenommen. Drüben abgesetzt. Mhm. So, was fällt unseren beiden Azubis jetzt auf, was Kalea jetzt falsch gemacht hat? In Anführungsstrichen falsch gemacht hat? Ein bisschen nah an dem Zaunwärse, oder? Auch, ja. Mir geht es mehr um was anderes. Alles. Jetzt bin ich überfragt. Wann ist Abfahrtzeit in Grapeseed Farms? 49? Das wäre schwierig, wenn es jetzt 43 ist. Nee, 45? Nee. Nein, 41. 41, eigentlich. Genau. Ja. Deswegen, was hat Kalea falsch gemacht? Dass sie stehen geblieben ist? Genau, nicht auf Sicht gefahren, genau. Ne? Okay. Verspätung, also dann auf Sicht fahren. Wann ist Abfahrtzeit bei Lido Bay? 45. Mhm. Genau. Bei beiden Haltestellen. Mhm. Sehr gut. Klausurphase in der Uni ist einfach nur nervig, das glaube ich dir, ja. Ja, man merkt schon ein bisschen, ne, dass der Bus ein klein bisschen voller ist, ne? Ja, definitiv. Es dauert ein bisschen, bis er auf Touren kommt. Mhm. Krass, dass man das bei 4 Fahrgästen schon merkt, okay. Schade, wir haben nicht mehr Vollmond. Das ist schon... Lass jetzt.
Dumme Frage, wie viele Jobs durfte ich nochmal nebenher annehmen? Nur einen weiteren oder? Bei uns jetzt? Ja. Ja, so gut wie für Kalea. Erzähl du mal, wie viele Jobs du hast. Also, ich habe 5. Was? Wir sind ja staatlich zwar subventioniert, aber wir sind ja keine Behörde. Und deswegen sind wir nicht an die mindestens 2 Jobs Pflicht gebunden. Alles klar. Es muss nur angemeldet sein, alle. Genau. Aha. Also es muss schon abgesprochen sein, wenn Alice Transit dir sagt, nö, weil du dann nicht mehr genug Zeit für uns hast, dann musst du das akzeptieren. Mhm. So, hier wäre nächster Halt, Palito Bay Süd. Nee, Nord. Nord, genau. Wir fahren jetzt aber erstmal vorbei. Genau. Warte, ich möchte ja bestimmt keiner hier warten auf die nächste Runde, ne? Und wenn, das ist halt so ein Punkt, ne, gerade in der Ausbildung ist das halt ein No-Go, ne? Ja, ja, ja. Das mit Tani Steiner zum Beispiel ist jetzt auch einfach nur, damit Geld in die Kasse kommt. Ja, ja. Den Führerschein. Alles gut. Und die Zeit passt ja auch noch so. Also, das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich sagen muss, hey, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Palito Süd. Das ist gut. Du kannst auch Tani Steiner von mir aus danach noch machen, ne? Also, wenn das halt bei dir passt, alles gut. Wenn der LST verfügbar ist, was vereinbar ist. Ist ja auch eine schöne Abwechslung, ne? Ich meine. Ja. Weil, jetzt muss man halt fairerweise sagen, ne? Also, wenn du halt nur LST machst und das wird halt schon, wenn man sehr viel da ist, regelmäßig, da ist irgendwann doch ein bisschen eintönig. Ne? Ja. Von daher ist es auch ganz unterkündig, wenn du halt einen Zweitjob hast, ne? Und du bist ja eigentlich immer regelmäßig auch da, also von daher ist das auch vollkommen in Ordnung. Jo. Und wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal nur, 2-3 Mal die Woche hier wärst, aber dann 5 Job hättest, dann wäre das halt schwierig, ne? Aber. Das stimmt. Achso. Da müsste man irgendwann mal sagen, ja, entscheid dich bitte, aber. Wo ist das ja in Ordnung? Oder machst du es nicht wie ich? Kommst eh schon mit allen Jobs im Gepäck und wirst trotzdem genommen? Boah, ich bin mir jetzt auch nicht ganz verständlich. Also Respekt. Ja, ist halt auch manchmal nicht ganz so einfach, aber dadurch, dass ein Job davon freiberuflich ist und Friseur sein sehr flexibel ist und ich mir als CEO auch die Zeit für mein Unternehmen so nehmen kann, wie ich es brauche, passt das schon. Ah, okay. Du bist Haarschneiderin? Ja, bei Mountain Hair. Ah, so hier oben. Interessant. Da war ich vorhin auch noch. Also hätte ich Haare auf dem Kopf, wäre es ja nicht so, ne? Dann würde ich vielleicht mal euch besuchen. Rücke geht doch. Also das heißt ja nichts, wir können ja trotzdem deine Platz pflegen. Also, ne? Also polieren kriege ich selbst auch noch gut hin, würde ich mal behaupten. Gut, okay, dann nicht. So ein Poliergerät vom Baumarkt, ein bisschen Polieröl und so, und dann geht das schon rund. Verstehe. Verstehe. Wie dann, bis der Boden glänzt. Genau, genau. Ich meine die Platte. Ja. Habt ihr denn noch andere Perückenauswahl zum Beispiel als die Leute im Süden? Oder stehen euch so ungefähr die gleichen zur Verfügung vom Katalog her? Ich denke mal, wir werden die gleichen zur Verfügung gestellt haben. Ah, okay. War jetzt noch nie so im Süden, deswegen kann ich das jetzt nicht mit 100% sagen, aber ich gehe mal stark davon aus. Alles klar, alles klar. Ist jetzt nicht so wie bei den Tätowierern, die ja teilweise dann nochmal eigene unterschiedlichste Variationen in den Vorlagen haben. Ja, gut, ne? Jeder sticht halt anders. Ja. That's what she said. Was? Wow, Chilo. Bitte, was? Sorry, nicht deine Vorlage musste sein. Eieieiei. Wenn das Jugendamt rausfindet. Das Jugendamt, was ist das? Was für Jugendamt? Was ist das? Ja, kenn ich nicht. Komm in Amerika. Kennt ihr keine Kinderfürsorge und so weiter? Nee, gibt's bei uns nicht. Also in der Heimat. Nee. Okay. Nee, bei uns auch nicht. Klingt aber interessant, ja. Woher kommt ihr denn? Ist denn ein Jugendamt? Ich komme aus Schweden. Ja, Hawaii. Okay. Aus Hawaii. Ja.
Bus, du schaffst das. Ich glaube an dich. Einmal Bauch anziehen. Ja, was macht der Bus denn, wenn wir ganz voll sind? Ach du meine Güte. Das frage ich mich auch gerade. Also, kennt nicht das Department of Children and Families? Nächste Halt. Ah. Sehr gut. Ach, so heißt okay. Das hier. Okay, das habe ich schon mal gehört. Ja. Ich habe keine Ahnung, meine Familie hat es da anscheinend nicht so mit. Keine, weiß ich nicht. Okay, ja, ist eigentlich auch ganz gut, wenn man sie nicht kennen muss, ne? Sag ich mal. Achtung, Menschen auf der Fahrbahn. Achtung, Achtung. Oh nein. Hallo. Hallo. So, wir sind aber immer noch außerhalb des Fahrplans, deswegen fahre ich jetzt immer noch hier ein Stück vorbei. Hm. Meine ich, oder? Hm, ist richtig, ja, ne? Genau, ja. 49 war, glaube ich, ne? Nee, 50. 50, ja gut. Knapp und eine Minute verschätzt. So, einmal nächster Gong, bitte. Mach. Nächster Halt, Schumach Süd. Alice Transit möchte gerne aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Die nächste Teambesprechung in so einem Bällebad. Das wär's. Oh, das wär's, ja. In so einem Kinderbespaßungs-Indoor-Ding. Oh, Hüpfburg. Ich war noch nie auf einer Hüpfburg. Ich wollte das schon immer mal machen. Oh, hier war dann, glaube ich, 41, ne? Mhm. 51? 51. Meine ich doch. Meine ich doch. Das ist komisch, wie sollen wir denn, wenn wir die Nord 1 fahren, nach 45 Palito um 41 hier sein? Also das ist ja schon eine lange Wurmloch, Reise. Wurmloch hier. Mm. Oder das? Eins von beiden. Ach ja, das After Hours. Also wer Samstag übrigens Bock auf ein bisschen entspanntere Musik hat im After Hours, ich leg auf, ich weiß, was kommt, wird gut. Oh. Ja. Aha. Das heißt, aha, entspanntere Musik? Ja, also schon noch so Pop, aber jetzt nicht unbedingt was hart aufgelegtes oder so, sondern einfach, wo man cool, gut, entspannt zu tanzen oder quatschen kann. Oder den Pool genießen kann, wie auch immer. Mit dem Wetter Pool genießen. Ja, ich man kann bei jedem so, Wetter ja, den Pool genießen. Und er ist beheizt. Okay. Ah, also kann sagen, die sind noch beheizt, die Pools dann, glaube ich. Mhm. Aber wir sind doch, glaube ich, schon irgendwie fast 20 Grad, oder? War das nicht so? Ja, aber... Wir haben mit Regen ein bisschen und bewölkt teilweise. Aber trotzdem, ja. Ist es mir zu kalt, um ins Wasser zu gehen. Dann brauchen wir jetzt einmal schon wieder den nächsten Gong. Das mache ich nicht mehr. Ich bin beleidigt. Nächste Halt, das Putschi Kanäle. Also meine persönliche Meinung zu dieser Highway-Abfahrt, ich mag sie auch im Privaten nicht. Sie ist so komisch geformt. Wer macht denn sowas? Es wiebelt mein Kopf. Ja, das, also mit dem Bustyp geht das so, mit den alten Nordbussen, die waren schrecklich, die sind ständig ausgebrochen in der Dings da. Die waren immer ganz besonders empfindlich. Da hast du gerade gegengesteuert und dann musst du schon wieder gegensteuern. Und naja. Dann denkst du so, wohin willst du jetzt? Ich mache einen So-Boost, mache einen So-Boom-Unfall. Ja, genau. Hoffentlich nicht. Ist mir tatsächlich schon zweimal passiert, also dass ich wirklich, obwohl ich wirklich vorsichtig gefahren bin und eigentlich so wie immer gefahren bin, Bus so gar keinen Bock gehabt zu reagieren und dann bin ich auch schon zweimal im Baum gelandet. Also, ne, zwar langsam, ne, aber boah, mir nichts getan, so. Aber okay. Weil ich jetzt ja schon kenne, die Ecke da, aber die Nordbusse waren da ist echt sehr speziell. So. Ein Hoch auf die neuen Busse. Mm, die sind echt hoch, cool, hoch. Ja. Hoch, hoch. Ein Hoch auf unsere Busfahrerin, hä? Wow. Aber hier auch, hier für dich nochmal, Claire, hier schön langsam hier, ne, fahren. Ja. Weil du kannst halt in die Straße kaum reingucken, ne. Da wirklich schön aufpassen, ne.
Hm. Sah ein bisschen nach einem Fahrschul-LKW aus. Würde ich auch schon sagen, aber die haben doch aktuell irgendwie auch wieder Probleme beim Öffnen, habe ich gelesen. Okay. So, nächster Gong bitte. Nächster Halt, stopp. Unsere Fahrt endet hier. Das und? Bitte aussprechen, ne? Ja, okay. Genau, zentraler Omnibusbahnhof. Zentraler Omnibusbahnhof, San Andreas. Bitte steigen Sie aus. Jetzt gibt Ihnen die Fresse, was? Sehen wir ihn freundlich nach. Sprit passt noch? Hier wieder Spinde einpacken. Ja, wir haben jetzt drei Balken weg. Sehr gut. Ja, sehr schön. Eine Runde noch und dann denke ich mal, passt das soweit. Eine Runde geht noch, eine geht noch ein. Dann würde ich noch mal eben ganz kurz auf die Toilette flitzen. Also, mal auf die Toilette flitzen. Und dann machen wir gleich weiter. Dann jo. Bis gleich. Bis gleich. Ich wurde ja nochmal schnell weich. Ich würde sagen, ich hol mir auch schnell mal. Ausbildung mit drei Leuten ist halt ein bisschen lost, aber egal. So. Ja. Perfekt. Ah, jetzt. Mensch. Ich ruf dich in einer halben Stunde nochmal an. Ich bin jetzt noch in der Ausbildung. Okay, ja. Also, tschüss. So, sitzen alle, sind alle angeschnallt. Perfekt. Alle angeschnallt. 0101 mit Bus 4, Ausbildung 606 fährt, 18 und 24 fahren mit. Genau. Ich habe auch diese Runde meinen eigenen Gong, also müssen nicht alle im Chor gongen. Schade. Wir machen jetzt gleich die Abfrage, da brauchst du deinen Gong auch nicht zu machen. Ne? Ach so, ja dann. Wenn das so ist. Ich mach die das Fahrtenbuch. Mhm. Danke dir. Genau.
Ach, da kann ich schon mal das Ausbilderdatum dann nochmal pflegen. Irgendwie bin ich jetzt nervös. Ich weiß auch nicht warum. Du kriegst das hin. So, 06 hier. Und jetzt werden wir auch noch verfolgt. Oh nein. Oh no. Ruf die Haselnüsse zusammen. Aber du fährst ihn davon. Ja, und das, obwohl ich nur 50 fahre. Also ich weiß auch nicht, wie das geht. Jo, das ist dann für Brandon und für Naomi auch echt eine schöne Übung, ne? Da wisst ihr schon mal, was dann dran kommt. Habt ihr jetzt einen kleinen Vorteil? Oha. Oh. Bitte nicht vorsagen, ne? Die Lippen sind versiegelt. Ja, oh Mann, schade. Habe ich wenigstens im Publikum Stucker? Nein, Spaß. Nee. Okay. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Kann ich auch niemanden anrufen? Ne. So, was fällt dir denn zum Thema Hotline ein? Die Hotline sollte immer von demjenigen, der im Dienst ist, belegt werden. Wenn keiner im Dienst ist, halt eben entsprechend nicht. Genau, damit man halt, wenn dann Anrufe kommen, man eben Aussagen zur abgefahrenen Linie tätigen kann. Um auch vielleicht Auskunft darüber zu geben, ob noch eine weitere Fahrt in Zukunft vorgesehen ist, also ne, wenn dann noch andere Mitarbeiter im Dienst sind, dass man das die Information auch weitergeben kann. Genau, einfach generell Auskunft zur Linie, wann welcher Halt stattfindet, falls das gefragt werden sollte, oder auch um die Bedarfsseite anzunehmen, falls eine angekündigt werden sollte. Genau, wir haben generell zwei Stück. Die 100-100 ist die normale Leitstelle, die wir als Busfahrer nehmen sollten. Die 101-101 ist die der Verwaltung, sag ich mal, der Geschäftsführung in den Behalten. Genau. Die Kurzkorrektur 100-101. 100-101, oh. Ja, upsie. 101-101 ist ein anderes Unternehmen. Echt? Ja. Oh nein. Kacke. Alles gut. Ja, aber das wäre, glaube ich, das, was mir grundsätzlich zur Hotline einfallen würde. Mhm. Wie ist grundsätzlich die Reihenfolge? Wer übernimmt wann wie die Hotline? Immer der, der als erstes in Dienst kommt, übernimmt die Hotline und würde die halt, sobald er außer Dienst geht, den nächsten, der nach ihm quasi in der Reihenfolge kam, abgeben. Es sei denn, der würde halt auch den Dienst quasi aufhören zu dem Zeitpunkt. Genau. Und der, der halt als letztes die Hotline hat, wenn der außer Dienst geht, legt er die halt ihm ab. Wie ist die weitere Reihenfolge? Also, ne, der Erste kommt in den Dienst, wie geht's dann weiter? Ja, der Nächste kommt in den Dienst, dann hat der Erste noch die Hotline. Wenn der Erste halt außer Dienst geht und der Zweite noch in Dienst ist, nimmt der Zweite die Hotline. Und so geht das dann weiter, wenn die dritte Person in den Dienst... Nee. Naomi, Brandon, wisst ihr's? Wie bitte? Also... Die Reihenfolge? Wenn ich dran wüsste, müsste doch eigentlich die Hotline übernehmen, oder nicht? Nicht zwangsweise, nee. Wie ist die grundsätzliche Reihenfolge? Der Erste kommt in den Dienst, was, wie geht's dann weiter? Überleg mal, was macht Sinn, sobald zwei Kollegen im Dienst sind? Kalea, du kannst auch antworten. Die Nordlinie ist, weil die am wenigsten meist auch noch Leerlauf in der Strecke hat, um eben Telefonate gut annehmen zu können und durchzuführen. Correct.
Und genau, das passt soweit. Kalle, wie sieht's aus mit unterdrückten Rufnummern? Wie gehen wir damit um? Gehen wir generell nicht dran. Mhm, korrekt. Dann. Erklär mir mal ganz, einfach nur ganz grob die beiden Schadensarten, die wir unterscheiden. Generell die Schadensart ohne Zuführung des PDs und mit Zuführung des PDs oder Zunehmen des PDs. Bisschen genauer, Hinzuziehung von was? Des PDs, um halt eben eine... Na, nee, was ist das PD? Ja. Eine? Achso, polizeiliche Behörde? Oder generell Behörde? Mhm. Behörde, Behördenhinzuziehung, ne? Es betrifft nicht nur das PD, es betrifft auch FD und MD, ne? Ja. Genau. Genau. Dann nennen wir einmal bitte zwei Beispiele für Schäden mit Behördenhinzuziehung. Das wären einmal, wenn Schäden an anderen Sachfahrzeugen, die jetzt halt nicht unsere Busse zum Beispiel wären, sondern außerhalb, wenn wir irgendwo was beschädigen, wären oder halt Personensachschäden. Mhm. Sachschäden, Personenschäden. Genau. Wie gehst du grundsätzlich bei dieser Art von, nehmen wir jetzt mal Beispiel Personenschaden, wie ist ganz grob zusammengefasst deine Vorgehensweise? Genau, wenn Personenschaden ist, würde ich natürlich erstmal die Unfallstelle absichern, also vermutlich den Bus so stellen, dass halt eben keiner der noch Punkt ist sehr überfährt gut. Über die verunfallte Person. Jawohl, so freue ich auch immer. Ja, wenn man es so eilig hat, vor dem Stoppschild da zu sein. Mhm. Ach, oder nicht zur Haltestelle. Ja, also genau, man würde dann erstmal die Unfallstelle absichern, dann natürlich erste Hilfe leisten und vermutlich in demselben Atemzug dann einmal den PD, also das PD und das MD. Am besten erstmal, je nachdem wie hoch der Personenschaden ist, das MD anrufen, damit die schon mal auf dem Weg sind. Den gibt man dann eine Information darüber mit, wie viele verunfallt sind oder verletzt sind, wer, also wie generell die Verletzungsart, Schadensart aussieht und wo man sich halt befindet, damit die einen halt auch finden. Genau, dasselbe würde man dann quasi auch so nochmal den PD mitgeben. Genau. Gut. Was ist vor allen Dingen bei Schäden mit Personen grundsätzlich zu beachten? Was die Dienstfähigkeit angeht? Achso, dass man danach nicht wieder in den Dienst geht, also den Dienst quasi dann damit beendet, weil man dann höchstwahrscheinlich eben nicht mehr fähig ist, sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren, weil man dann so ein Geschehen mit dem Kopf drin hängt, dass es halt nicht tragbar wäre. Genau. Und generell bei Schäden die Vorgesetzten natürlich informieren. Und die anderen Kollegen halt im Dienst auch, dass man halt nicht weiterfährt. Genau, guter Punkt, ne? Wie informierst du die Vorgesetzten? Was nutzt du dafür? Anrufen. Wenn sie halt nichts. Nee, also funken natürlich erstmal. Nee, wie informierst du die Vorgesetzten? Was ist da? Meinst du die Art, wie was ich mache? Genau, was machst du? Genau, also wir haben ja das Schadensprotokoll, das würde man natürlich immer ausfüllen. Genau. Das meinte ich. Reicht mir schon so, genau. Gut, dann nennen wir bitte immer mal zwei Beispiele für Schäden ohne Behördenhinzuziehung. Das wären zum Beispiel Schäden, die bei uns auf dem Hof passiert sind. Sowas wie feikige Scheiben. Nee, war das nicht? Das zweite nicht. Nee. Ich glaube, ich weiß gerade kein zweites sonst. Überleg mal, was wäre jetzt zum Beispiel jetzt besonders, ganz besonders doof? Achso, meinst du, wenn man jetzt zum Beispiel ein Schild mitnimmt? Nö, überleg mal, was ist es gerade? Was ist es gerade? Ist es gerade sehr? Dunkel, ach, wenn Licht ausgefallen ist? Lichtanlagen, genau. Wunderbar. Wie dokumentierst du Schäden ohne Behördenhinzuziehung? Auch das Schadenprotokoll ausfüllen bei uns? Nee. Was dem hat man ja vorher gerundet erst.
Achso, ja, das. Ja, bei mir dauert das immer, bis sowas richtig hängen bleibt. Mhm. Ja, das ist dem Vorpark. Ja, ein bisschen viele Fehler. Mhm, genau. Ja, genau. Und wie machst du das? Indem ich das einem aus dem Fuhrparkmanagement melde, also per, da haben wir im RDP doch auch, glaube ich, so eine Eintragung, wo man das eintragen kann. Wie heißt die Bestellung? Überleg mal, du informierst ja das Fuhrparkmanagement. Wie heißt denn dann die Bestellung? Fuhrparkmanagement. Und du informierst das Informationen ans Fuhrparkmanagement. Richtig, Informationen Fuhrparkmanagement, genau. Ja. Genau, sehr gut. So einfach eigentlich, aber. Gut, reicht mir so. Was fällt dir zum Thema Funk ein? Genau, also wir funken grundsätzlich die Fahrtankündigung, das heißt, wer halt fährt. Was, also welche Linie gefahren wird und welcher Bus grundsätzlich zum Anfang der Fahrt. Mhm. Genau, bei der Ausbildung ist es ja jetzt so, dass wir den fertigen Ausbilder als erstes funken, weil der die Verantwortung quasi übernimmt für uns und für das Fahrzeug und die Fahrt an sich. Und wir dann quasi noch melden, wer fährt und wer mitfährt. Grundsätzlich auch immer mitfunken, wer mitfährt, wenn jemand von uns noch mitfährt. Und wir funken, wenn wir dann unterwegs sind und jemanden anfunken wollen, können wir entweder die Nummer oder den Bus anfunken, beziehungsweise die Linie. Und dann macht man es halt immer Sender für Empfänger. Nee. Oder? Nee, Empfänger für Sender. Genau. So. Richtig, genau. Was gibt es so grundsätzlich für Sachen? Was funken wir? Was funken wir zum Beispiel, wenn uns Sachen sehr, 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 sehr komisch vorkommen oder wenn wirklich eine Bedrohung vorliegt? Also generell funken wir, wenn es Abweichungen zum Beispiel im Linienablauf gibt, zum Beispiel irgendwo war ein Unfall. Dann funken wir das, damit die Kollegen da auch Bescheid wissen. Und wenn jetzt, oder zum Beispiel ein Feuer irgendwo ist, oder dann entweder die anderen Buslinien auch vorbeikommen oder halt eben sich deswegen unsere Fahrt dann verzögert, dass dann die allgemeine Info da ist. Genau. Und was wir im Notfall funken. Das war das eine Busnummer? Vielleicht. Oder eine Linie. Eins von beiden. Ja. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich meine, war das nicht Bus 0 oder 9? Fast. 10? Richtig. Warum Bus 10? 15. Weil wir den nicht haben und dann durch alle dann halt Bescheid wissen, dass irgendwie ein Notfall ist. Nennt man ein Beispiel für einen Bus 10 Funkspruch? Der Bus 10 ist gerade in Reparatur. Oder die nächste Linie fährt der Bus 10. Genau. So aus in die Richtung. Genau. Was gibt es noch als zweite Möglichkeit, wie wir Kollegen mitteilen können, dass wir ja in einer Notlage sind? Das wäre das Funkfeuer. Mhm. Also mehrfach dann eben den Funkknopf betätigen. Genau. Was gilt grundsätzlich aber, wenn so eine Situation sind? Was ist das höchste Gut? Dass wir uns schützen. Genau. Dann, wie ist die Pausenregelung bei uns? Also generell ist es so, dass wenn wir 3 Stunden
am Stück quasi im Dienst sind, dass wir in der Zeit eine halbe Stunde lang bezahlte Pause machen können. Das darf aber nur gemacht werden, wenn wir danach nochmal eine Runde fahren würden. Also halt nicht direkt vor der ersten Runde oder nach, also nach der letzten quasi, dass da nichts mehr kommt. Genau. Ist das eine Kann- oder eine Muss-Regelung, die 3 Stunden? Eine Muss-Regelung, meine ich, oder? Nee. Nee? Eine keine Regelung? Überleg mal, wenn ich so frage, also, was ist das für eine Regelung? Vermutlich ist es eine Fangfrage, dann kann man, muss man aber. Genau. Nach 5 Stunden, glaube ich, muss. Genau, man, nach 5 ist Muss, genau, ja. Korrekt. Sehr gut. Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit am ZOB? 10 Meilen pro Stunde. Wie hoch ist die Richtgeschwindigkeit in Schumisch? In Schumisch ist die bei 30. 35? Weil die Straßen eng sind und oft halt Anlieger dann über die Straße laufen können. Wir das dann manchmal gar nicht so schnell einsehen können. Genau. 35 ist die richtige Antwort, aber passt, ne? Kannst auch 30 fahren. Okay. Gerade wenn es dunkel ist, war ich zum Beispiel auch nur 30, ne? Weil, ja. Genau. Welche Verhaltensregelung gilt bei dieser wunderschönen, uneinsehbaren Kreuzung kurz vorm Stadtpark? Ja, da, egal von welcher Richtung wir kommen, halten wir vorher einmal an. Genau. Was fällt dir so zum Thema Tanken ein? Vor Ende einer Fahrt mit der Linie muss einmal vollgetankt werden. Und der Tankstopp muss immer vor Erreichen des ZOBs angekündigt werden. Da muss man sich eventuell, wenn halt vorher einer gerade noch dabei ist zu tanken, sich einreihen und dann stellt man sich quasi an die grüne Fläche mit dem Bäumchen quasi da. Wisst, was ich meine. In was für, erklären. Alles gut. In was für Fällen muss noch getankt werden? Natürlich, wenn der Tank langsam alle ist und es halt nicht mehr für die nächste Linienfahrt reichen würde. Also wenn das dann irgendwo zwischendurch das alle gehen würde. Das bedeutet, wie viel, was ist das Minimum an Sprit, was drin sein muss? Also ich würde jetzt sagen, 2 Balken voll. Korrekt. Das ist so ungefähr das, was wir halt bei einer Nordlinie verbrauchen. Ich glaube, bei der Citylinie ist es bestimmt ähnlich, aber werde ich ja noch erfahren. Bei der Citylinie verbrauchst du weniger, deutlich weniger, ne? Ah, okay, ja dann. Weil die auch nicht so schnell sind, genau. Aber es hat auch 2 Balken. 2 Balken ist das absolute Minimum, genau. Wann tankst du grundsätzlich noch? Wie gesagt, wenn die Fahrt endet mit dem Bus, also wenn danach gar nicht mehr die Fahrt mit dem Bus aufgenommen wird. Sei es jetzt, weil der Bus dann ausgetauscht wird oder die Linie nicht mehr weiter befahren wird. Und wenn du was machst? Den Dienst verlasse? Korrekt. Genau, wann gilt ein Bus als fahrbereit, also einsatzbereit? Also einmal natürlich, wenn er getankt ist, wenn keine äußerlichen Schäden erkennbar sind, wenn die Warnweste und der Erste-Hilfe-Kasten im Wagen drinnen bereit liegen. Wenn die fehlen, müssen wir die halt eben aufstocken. Das sollten wir auch immer vor jeder Fahrt oder jedem Fahrtantritt einmal kontrollieren. Korrekt. Und was ist noch ganz wichtig? Dass ich fahrtauglich bin. Es geht um die Fahrbereitschaft der Busse. Ne? Ja. Denn jetzt das Fete noch? Oh, überleg mal. Was ist auch wichtig, was du gerade zum Beispiel gemacht hast? Die Lichtanlagen einmal zu testen. Lichtanlagen müssen funktionieren. Gut, wunderbar. Erklär mir mal grundsätzlich oder ganz grob nur in kurzen Stichpunkten. Was machst du zu Dienstbeginn? Zum Dienstbeginn lese ich mir einmal im RDP Neuerungen durch.
Also zum Beispiel könnten da ja Linienänderungen drin stehen, die aufgrund zum Beispiel von nur grob Stichpunkte, okay. Nicht so ausführlich, nur grob. Genau. Okay, das, gegebenenfalls lese ich mir nochmal das Protokoll durch, sollte ich bei der letzten Dienstbesprechung nicht anwesend gewesen sein. Natürlich muss ich darauf achten, dass ich auch die Dienstkleidung anhabe, dass ich eingestempelt bin, dass ich auch mit Essen und Trinken versorgt bin, weil ich das auf der Fahrt halt nicht machen kann. Sehr gut. Und ja. Genau. Das ist es so grundsätzlich. Jo, passt soweit. Wie viele Minuten darfst du dich vor Beginn dann der entsprechenden Runde einstempeln? 15 Minuten. Korrekt. Wie verhältst du dich bei Abwesenheiten? Also längeren Abwesenheiten. Genau. Ich melde mich einmal per Mail bei den Vorgesetzten ab. Und gebe dann vielleicht auch noch, wenn ich dann weiß, zum Beispiel ich bin im Urlaub, gebe ich dann nochmal den Zeitraum an, wie lange ich dann abwesend bin. Genau. Und wenn du zum Beispiel mal krank werden solltest oder so, wenn du wieder fit bist, was machst du dann? Dann melde ich mich auch quasi wieder gesund. Genau. Weil die Zeit länger dauert. Ja. Genau. Gut. Wie verhältst du dich, wenn du beispielsweise einen Fehler im Schichtplan oder im Fahrtenbuch von einem Kollegen siehst? Und du weißt, was du da eintragen müsstest. Ja, ich würde das... gute Frage. Da weiß ich es nicht genau. Da würde ich halt nach Bauchgefühl agieren. Du weißt, was du eintragen musst. Was? Genau, ich weiß, was ich eintragen muss. Also machst du was? Frage ich das um. Ja. Und einfach korrigieren. Vielleicht den Kollegen nochmal drauf ansprechen, eventuell, genau. Wenn das häufig auftritt. Genau. Reicht mir so. Gut. Jo, reicht mir so. Kleines Feedback, ein paar Unsicherheiten waren noch drin. Vor allen Dingen, was jetzt so das Thema Schäden angeht, hast du so zwei, drei kleine Sachen gehabt, die nicht ganz korrekt waren. Vor allem das Thema Licht hast du sehr gerne ignoriert. Ah, tut mir leid. Da bitte unbedingt drauf achten. Ne? Lies dich da bitte nochmal ein. Ja. Ne? Ansonsten war das überwiegend in Ordnung. Ich würde dich trotzdem nochmal bitten, dir nochmal die Dienstvorschriften durchzulesen. Freigabe bekommst du trotzdem. Daher darfst du dann ab gleich dann alleine fahren. Genau. Weil der größte Teil war halt drin. Und von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, da freue ich mich. Den Glückwunsch. Ja, das Problem ist immer mit so kurzzeitigen Informationen wie den Schadenssachen, die alles brauchen gut. Immer, bis sie so ein bisschen drin sind. Alles gut. Aber ja, ich lese es mir nochmal durch. Deswegen habe ich das auch nicht so stark bewertet wie die anderen Sachen. Das ist gut. Alles gut. Richtiger Gönner hier. Ja, wir sind ja hier nicht bei einer Behörde. Mein Lieblingsbuch. Ja, nee, das wäre auch nicht so gut, wenn ich nicht gewartet wäre. So, jetzt ist die Frage. Du stehst ja für 22:30 auch noch drin. Ja. Willst du dann eine Runde selber Nord-1 fahren, oder? Würde ich machen, ja. Okay. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Dann, machen wir das jetzt am besten. Naomi, du wolltest jetzt ja außer Dienst gehen, ne? Nach der Runde. Hätte ich jetzt geplant, ja. Okay, dann passt es da ganz gut, dann... Hup da mal. Sehr gut, danke. Dann kannst du eine Runde Nord 1 fahren, dann mache ich mit Brandon, fangen wir schon mal City 1 Ausbildung an. Oh, okay. Eine Runde, dass ich hier schon mal die Theorie erkläre. Ja, super. Genau. Flicke ich schon mal kurz das Ausbilderdatenblatt.
Jo, sehr schön. Wunderbar. Dann mache ich dir schon mal deine Schlüsselkarte fertig. Dann hole ich mir kurz was zu essen. Mhm. Wow. Ja. Glückwunsch, ne? Dankeschön, ich freue mich. Voll gut. Ja. Danke, danke. Also wenn sich auch und alle sicher gefühlt haben im Bus, ja, das ist ja die Hauptsache, ne? Also jetzt, wo du fragst. Ganz herzlich. Ja, ja, ja. War super. Jetzt. Achso, zu spät. Okay. Okay. Na gut, ich werde da mal euch noch einen schönen Dienst. Jo, dir auch. Jo, dir auch. So. Bis dann. Tschüss, tschüss, Feierabend. Genau, gut, dann ich bin kommen kannst, wieder. Kannst du mir die Schlüsselkarte wieder zurückgeben? Gleich? Jetzt kriege ich meine eigene. Die ist schon, deine Schlüsselkarte ist schon umgestellt. Du kannst die schon aufschließen. Oha, die ist schon umgestellt. Wow. Mhm. So, bitteschön. Mhm. Steht das A eigentlich für awesome? Auswind. Sehr gut, das, ja. So, Kalia, Freigabe Nord 1. Gut. Für die City 1 wäre es natürlich dann wichtig, wenn du mit deiner Ausbildung da beginnst, ne? Dass du da ein bisschen regelmäßiger nach Möglichkeit in Dienst kommst. Du warst jetzt die letzten Male auch durch Krankheiten ein bisschen wenig da. Genau. Da bei der City bitte nach Möglichkeit ein bisschen regelmäßiger da sein. Mhm. Weil sonst zieht sich die Ausbildung ewig lange hin, ne? Ja, nö, alles gut. Also nächste Woche bin ich auf jeden Fall wieder ganz viel dabei. Sehr schön. Gut. Das passt soweit. Bus von Azubi sollte, ja. Genau, sehr schön. Dann schau mal, ob du den Bus aufschließen kannst. Funktioniert. Sehr gut. Wunderbar. Gut, dann trage ich einmal kurz die Linie ein. So. Es ist das erste Mal, dass ich meine Nummer vorwegfunken kann. Wow. Und wie gesagt, ne, achte auch bitte nochmal bei dieser Straße, nach Vespucci-Kanäle oder diese Enge, ne? Da wirklich, wirklich auch schön langsam fahren, ne? Ja. Weil die ist mega gefährlich, wenn die Leute rausgeschossen kommen. So, 06 mit Bus 4. Wunderbar. Und hier machen wir C1 aus B-Punkt. 18. Fahrtenbuch müsste ich ja dann noch hinschreiben, wenn man noch... Mach ich gerade. Machst du gerade. Aber dann müsste ich, wenn ich das normalerweise mache, ja auch hinterschreiben, dass ich die Freigabe habe, oder? Nö. Das mache ich. Perfekt. Hast du mich gerade an einen guten Punkt erinnert? Genau. Als Anna. Kalia. Nee, die Freigaben trägt immer die Ausbildung ein. Ah ja, dann. Perfekt. Gut. Das kopiere ich hier noch mal kurz. Am besten so. Und gut, dann würde ich aber schon mal los, jo, oder? Genau. Dann. Gute Fahrt. Okay, danke. Euch auch. Jo, bis denn. So, dann legen wir los. Jo. Dann starten wir mal mit der CD1-Theorie. Ja. Soll ich direkt ansagen auch, oder? Nee. Ich erkläre es mal die Runde in Ruhe. Alles klar. Weil ich habe jetzt ein paar Mal auf den Plan geschaut. Ich glaube, ich würde das sogar schon hinbekommen. Ja, nee. Erstmal erkläre ich dir die Linie in der Theorie. Okay. Wir sind jetzt auf der CD1 mit Busnummer 3, 18 in Ausbildung. Soll ich das eintragen? Hab ich schon. Achso, oh, verdammt. Da war ich zu langsam. So. Genau. Dann fahren wir einmal hier los. Wichtig ist dann, wenn die City und die Nord 1 zusammen losfahren am Stadtpark, dass du die Nord 1 immer ein bisschen losfahren lässt, damit die quasi der Bus den Gegenverkehr nicht verdeckt, ne? Hm. Okay. Zu wissen. Also Nord 1 immer einen kleinen Vorsprung geben. Genau, so 2-3 Sekunden.
Stadtpark ist eine Haupthaltestelle, ne? Genauso wie Airport, Casa und Downtown. Das heißt. Alter. Nee. Das heißt, dort immer anhalten, ne? Also auch bei Verspätungen, ne, werden die Haltestellen immer angefahren. So. Also Casa International Airport von Los Santos sowie der Stadtpark werden immer angehalten. Und Downtown. Und Downtown, okay. Genau. Du kannst auch hier über, ne, über den Bordcomputer kannst du auch gerne den Speedlimiter einstellen auf 50 Meilen. Ja. Du kommst auch nicht in die Verlegenheit, so schnell zu werden. So wie der da zum Beispiel. So, hier ist die Haltestelle so ein bisschen an den Parkplätzen, da musst du schauen, ne? Wenn da jemand steht, dass du dich halt ein bisschen anders hinstellst. Aber in der Regel ist der Parkplatz nicht sehr stark frequentiert. Alles klar, schon mal gut zu wissen. Das war jetzt Strawberry, der jetzt kommt als nächstes zum Beispiel Davis. Genau. Man kann zum Beispiel hier die Ansage machen. So. Ja, dann natürlich immer auch auf die Straßenbahnschienen achten, ne? Ja, natürlich. Kannst du dich zum Beispiel so hinstellen. Hier merkst du aber, dass die Frequenz der Haltestelle deutlich kürzer, ne? Deswegen auch halten wir da auch nicht so lange. Ja. Auf der Nord kann man ja so 2-3 Sekunden länger halten. Gewöhnt ihr hier gerade auf der Nord immer das Motorenbremsen ein, so wie hier, ne? Ich nutze halt die Motorenbremse, schaue nach rechts und fahre weiter, ne? Wenn nichts kommt. Jo. Weil das erspart dir wirklich viel Zeit, ne? Wenn du den ja immer machst, dann, ne, verlierst du zu viel Geschwindigkeit, ne? Ja. Hier bei dem Muckel immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Hochfahren. Alles klar. Gut zu wissen, ja. Genau, hier auf der Spur bleiben. Kann man schön den Verkehr von rechts schon einsehen. So. Wichtig vorm Abfahren natürlich um den Rückspiegel schauen, ne, dass da von hinten nichts angeschossen kommt. Jo. Hier ist eine Highway-Kreuzung, da soll ich immer ein bisschen vorsichtiger sein. Alles klar. Das ist halt auch ein bisschen speziell hier, weil hier die Ampeln hier nicht großartig beachtet werden. Ne? So, dann auch hier die Straße kann man sehr schlicht einsehen, ne? Ja. Schön vorsichtig sein. Dann haben wir hier Cypress Flats. Ja, das stimmt. Danach kommt gleich Rancho. Genau. Das können wir dann hier ansagen. Bei Rancho mal einen kleinen Ticken vorfahren, weil das Schlagloch dann genau mitten in der Haltestelle ist. Okay. Müsst ihr gleich sehen, wenn wir hier dann vorbeifahren. Ah, ich sehe schon, okay. Na, das ist hier ein bisschen, dass du wirklich mit der Front da drüber fährst, so ungefähr, ne? Ah, damit die Leute halt nicht im Schlagloch landen. So, jetzt kommt hier dann gleich ein kleiner Slalom. So, zum einen hier wieder Straßenbahn, ne? Dann fahren wir hier auf die linke Spur, ne? War ja Parkplätze. Ja. Hier ist jetzt ganz wichtig, bleib hier auf der linken Spur, damit du hier in diese enge Straße reinschauen kannst. Aha. Und dann ungefähr auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle wieder hier rechts rüber. Okay. Bei Linksabbieger, ne? Wir bleiben geradeaus. Ah, ja, klar, wir müssen ja noch einen weiter, stimmt. Genau. Und dann hier nach der Kreuzung wieder Rückspiegel schauen, links abbiegen. Das ist hier so ein bisschen speziell, ne? Aha. So, dann haben wir hier Chamberlain Hills.
Dann kann man sich hier mal schon einordnen auf die Mittelspur. Unten mussten wir jetzt anhalten, ne? Genau. Hier kann man schön den Rechtsverkehr sich angucken, dann kann man schön auf dem Gas bleiben. Ja. Wichtig, auch das hier gilt noch als innerorts, auch wenn es nicht so aussieht, ne? Alles klar. So, hier kommt jetzt eine relativ unangenehme Einmündung, nenne ich es mal. Wir kommen hier von rechts und müssen hier halt auch den Linksverkehr beachten. Das ist aufgrund der Säule gar nicht so einfach. Muss auch hier schön einmal langsam reinfahren, ne? Die Bushaltestelle ist hier nicht, hier rechts? Nee, wir fahren ein bisschen weiter, Terminal 4. Terminal 4, okay. Wir sind jetzt hier bei Terminal 3. Ah, hier direkt hier vorne, alles klar. Genau, so wichtig ist hier, ne, vor dem Zebrastreifen komplett einmal runterbremsen im Idealfall oder fast komplett Schrittgeschwindigkeit fahren. Und dann halten wir hier so ein bisschen in diesem Dings hier, ne? Also auch die Taxistände nicht blockieren, ne? Mhm. Dann kannst du da drüber, ob du dann wieder hier rausfährst oder an den nächsten. Auch hier wieder schön schauen, ist nicht ganz einfach wegen den Säulen. Genau. Dann haben wir hier ein Stoppschild. Ich halte hier meistens ein bisschen weiter vorne, weil das ein bisschen komisch ist, so dass es platziert ist. Die Markierung. Also weiter hinten, nicht weiter vorne. Genau. Wichtig, hier rechts bleiben, denn das links ist Gegenverkehr. Auch wenn es nicht so aussieht. Ja. Ja, klar. So, dann haben wir hier rechts so eine wunderschöne Hotelausfahrt, auch hier rechts vor links, ne? Okay. Die ist sehr unscheinbar, ne? Ach, die hier, ne? Ah, nee, du meinst die kleine hinter uns, genau. Ah, okay. So. Dann kommt hier der Ackels. Aha. So, dann hier immer noch achten. Die Leute ignorieren ganz gerne mal die Stoppmarkierung hier links. Und auch hier jetzt Unfallschwerpunkt. Ne? Die Leute können dich von links sehr spät sehen. Mhm. So, hier schön runterbremsen, gerade jetzt, wenn es später abends ist. Dann haben wir hier La Puerta. Ja. Dann biegen wir auf die ganz linke Spur ab. Dann haben wir hier das Stoppschild, was wir hier im Bewerbungsgespräch erwähnen. In den Situationsfragen, das ist das hier mit gemeint. Ja. Wird nämlich gerne kontrolliert vom PD. Hier ist eine Engstelle, hier also schön vorsichtig sein, ne? Beengte Straßensituation. Hier auch rechts auf die Straße achten, ist auch nicht so schön einsehbar. Das gilt auch für die hier, ne? Sehr unscheinbar, ne? Ja, stimmt. Hier rechts sind Parkplätze. Das heißt, wir fahren dann hier rechts wieder rüber.
Dann haben wir hier Vespucci Kanäle. Ja. Das ist quasi hier die Umstiegsstation mit der Nord, ne? Mhm. Hier rechts in die Straße kann man sehr schön reinsehen. Ja, ne, ja. Ich erwähne es immer wieder, ne, wirklich besondere Vorsicht hier. So. Auch hier kannst du rechts in die Straße sehr schlecht reinsehen. Das heißt, hier einmal wirklich langsam rantasten, ne? Gerade jetzt um die Uhrzeit. Ja. Was hat er hier vor? Aber weggenommen. Ja. So. Das mag ich immer gar nicht, wenn Autos so ewig lang an irgendwelchen Sachen rumstehen. So, dann nochmal Downtown hier, einen kleinen Aufenthalt bis 44. Mhm. Wie bitte? Hier haben wir einen Aufenthalt bis 44. Ah, alles klar, 44. Mhm. Versuche ich mir zu merken. Genau. Oder will ich mal kurz was ins interne Protokoll schreiben? So. Gut. Dann siehst du hier, ne, hier packen sie sehr, sehr, sehr eng. Ne? Also hier wirklich schön langsam auch fahren, Schrittgeschwindigkeit am besten. Mhm. Alles klar, gut zu wissen, zumal für die Zukunft. Ist aber auch echt vollgepackt hier alles. Ja. Hat aber doch, ne, die Konsequenz, dass wir hier halt bei der nächsten Linie dann auch nicht mehr lang fahren. Ne? Wir fahren dann anders. Ja. Wenn die Casa wieder richtig aufgemacht hat, ne? Nee, das hat da damit nichts zu tun. Ach so. So, genau, hier ist die Ersatzhaltestelle. City Administration, die halten wir kurz vor dem Rüberschaffen an, ja. Zebraschaffen, genau. Dann kommt Alter. Okay. Ja, gerade wenn, ja. Wenn du jetzt so Sirenen hast, wie jetzt eben, auch am besten wirklich warten, bis du sie gar nicht mehr wahrnimmst, ne? Weil manchmal ist es so, ne, dass man sie wirklich sehr, sehr spät hört und wahrnimmt. Und wenn man dann losfährt, obwohl man sie noch irgendwo hört, dann sind sie irgendwo sehr nah, ne? Also da wirklich warten, bis es weg ist. Ja. Aus Erfahrungswerten kann ich dir das nur empfehlen, so. So, hier haben wir Alter. Mhm. So, und hier Vinewood, ne? Rennstrecke, beliebte, auch hier vorsichtig sein mit Anfahren. Auch hier zum Beispiel die Straße ist sehr schlecht einsehbar, trotz Stoppschildern, schön vorsichtig. Ja, kenne ich selbst. Ich bin ab und zu selber mit jemand, der gerne immer schnell sagt, so, hey, geht da flott die Karotte den Berg runter. Mhm. Dann hier auf Höhe des Rockford Plazas fahren wir auf die mittlere Spur. So. Dann hier einmal rüber nach Burton. Ja, und danach kommt Rockford Fields. Genau.
Hier wichtig, ne, schön, wie gesagt, Schulterblick machen, also Dingsblick machen, weil wir hier drei Spuren kreuzen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Man kommt hier überhaupt jetzt hier vorsichtig vor dem Huckel hier. Der hier. Ne, da hebelst du den Bus gerne mal aus, wenn du da zu schnell drüber fährst. Ja, alles klar. So, dann kommt jetzt auch Fassels, das fahren wir jetzt mal eben auf Sicht an. Nee, ich zeig dir mal kurz, du kannst halt auch theoretisch, wenn die mehr Autos zu nah parken, kannst du auch bis hier vorfahren, ne? Also da musst du okay. Nicht so pingelig sein, ne? Doch, doch. Nee, das gab schon mal die eine oder andere Beschwerde, warum wir da das PD angerufen haben, wo da noch 1000 Meter Platz waren, ne? Also da auch ein bisschen Augenmaß. Na gut, na gut. So. Ja, da wohnen. Hi, Matt. Hi, Tilo. Allison, beziehungsweise ich habe von Allison Kuchen in die Küche getan für uns. Die hat was ausgegeben. Die ist mal zu Besuch da gewesen. Okay, cool. Mhm. Soll ich das als Ankündigung mal kurz reinschreiben, dass ich jeder dann ein Stück nehmen kann? Ja, kannst du machen, aber nicht unbedingt anpinnen. Ja, nee, angebitte dich sowieso. Genau. Nur nochmal. Ja. Wie gesagt, in der Küche kannst du dir auch einen hinstellen. Mhm. Schokolava-Kuchen. Oh ja, das hört sich gut an. Mhm, definitiv. Für jeden was dabei. Wunderbar. Genau. Da seid ihr eben gerade durchgestartet. Da dachte ich, ach, verdammt, gerade nochmal. Hattest du jetzt echt drei Azubis dabei? Ja. Das war oh Gott. Spannend, ja. Oh, aber ich habe jedem eine Aufgabe gegeben. Das geht ja ganz gut so. Ausbildung. Ich hatte das ja damals mit mir Jules Gruppe. Mir Jules und Erik und so, da hatte ich ja, glaube ich, vier dabei. Ja, das ist ganz spannend teilweise. Ich kenn. Aber wenn man sich da kreativ was einfällt, das geht das schon. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Hat immer geklappt. Ja. Gut, dann schreibe ich das gerade nochmal. Genau, ich mich hin. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend dir, ne? Dir auch. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. So. Genau, das waren jetzt gerade so, ne? Rockford Hills West und der Perro. Ja. Genau, jetzt fahre ich kurz mal ein bisschen auf Sicht, weil wir ein bisschen spät dran sind. Weil es egal, ist eh die letzte Runde, von daher können wir auch nochmal fahren. Okay, als nächstes kommt Morningwood, danach kam auf jeden Fall die Universität. Genau, so. Hier wichtig. Ja, egal. Nicht so wichtig. Das kommt später, nicht so viel durcheinander machen. Alles klar. Das ist erstmal noch nicht wichtig. So, na, hier. Ganz normale Standardhaltestelle, ne? Ungefähr so hinstellen. Dann kann man hier auf diesem Stückchen hier, ne? Immer dann hier links auf die Spur gehen. Okay. Genau, und dann kommt dann hier die Linksabbieger Richtung Uni. Du kannst hier bleiben. Haltestellen machen wir nächstes Mal. Halt, das war wirklich nur die reine Theorie. Alles klar. Genau. So, hier schön langsam fahren. Kommst du hier auch gut rum. Ne? Mit den neuen Bussen geht das ganz gut. Mit den alten musstest du da ein bisschen ausholen. Okay. Wenn man das immer so sagt, denke ich mir so, okay, kann ich hier nichts anfangen mit der Information. Weiß nicht, wie die alten Busse so waren. Ja, alles gut, aber ich habe jedenfalls Zeit, nehmen wir das jetzt so. So. Dann. Wie kannst du dir überlegen, ob du hier rechts auf der Spur bleibst? Oder links dich hältst? Ich zeig dir gleich warum. Also hier würde ich noch rechts bleiben. Weil hier hast du noch ganz gut Einblick. In die Straße hier. Und hier machen das, manche Kollegen machen das so. Ich mach's nicht, weil es geht eigentlich. Hier, die Straßen sind auch sehr schwer einsehbar, ne? Die haben zwar Stopp, aber ja. Hier bleibe ich eigentlich auch mal hier auf der Spur. Da findest du dann später deinen eigenen Stil, ne? Mhm.
So. Dann haben wir hier meine Notiz. Ja. Hier bleibe ich immer schon auf der linken Spur, weil rechts meistens sehr viele Autos parken. Ja, das stimmt. Und die manchmal auch ein bisschen krumm und schief stehen, ne? Kennst du ja die Problematik hier? Ja, kenne ich leider. Aktuell so geht's, aber, ne? Dann gehe ich meistens dann hier so rechts rüber, wenn es passt. Dann kommt hier Weinwood West. Ja, der Grund, warum ich das mit den alten Bussen erwähne, ist, weil manche das eventuell dir noch nach dem alten Schema erklären. Ne? Okay. Nach mit diesem Ausschwenken, das musst du halt nicht mehr machen. Deswegen da die alles Info, klar, dass das vielleicht noch der eine oder andere noch so ein bisschen drin hat. Weiß der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so. So, mein Boulevard. Dann kann man hier dann mit auf die mittlere Spur wechseln. Mhm. Eine große, eigentlich ganz gut einsehbare Kreuzung hier, trotzdem schön vorsichtig sein. Generell immer, ne? Aber es gibt ja so bestimmte Stellen, wo es noch ein bisschen mehr achten als auf anderen. Hier kann man auch sehr gut eigentlich die Straße einsehen. Ja, das stimmt. Die Kreuzung meine ich. Oh, Ellie hat auf. Mhm. Der hat ja da auch wunderbar geparkt. Ja. Willst du dich am liebsten in den Laden reinstellen oder was ist mit dir los? Also, manche Leute, ey. Mir fällt auch nichts zu ein. So. Hier ordne ich mich aber gleich auf der linken Spur ein. Okay. Hintergrund ist hier diese merkwürdige Straßenführung. Dass das hier rechts, das galt mal als Parkplatz. Oder gilt noch, ich habe keine Ahnung. Okay. Das kann einem keiner so richtig beantworten. Deswegen bleiben wir hier gleich beiden, links. Diese zwei Swissenstreifen, da würde ich eher als Dingsbumstreifen denken, ne? Ja, ich hier meinte als rechts das. Rechts das meine ich. Ja. Ne? Genau. So. Genau, hier kommt dann Mirror Park. Hier Mirror Park auch wichtig, ne? Gerade wenn das Season Sizzle offen hat. Und hier stehen irgendwie Autos, ne? Dann hältst du halt nicht hier, sondern dann stellst du dich halt so. Alles klar. Ne? Ja, sollte ich hinbekommen. Also da auch Augenmaß, ne? Nicht das PD wegen irgendwelchen Kleinigkeiten rufen. Ja. Ne? Also wirklich, da, es muss nicht sein. Und auch generell hier bei denen haben wir auch die Abmachung, dass wir den Betreibern von mir mal gar nicht dran vorbeikommen, ne? Okay. Die und von mir die. An. Seht ihr eins ebenso? Und dann. Ach, wir sind ja durch, Mensch. Ja, genau. Das ging ja irgendwie doch flotter als gedacht. Jo, genau. Das wäre einmal die CD1-Theorie. Jo. Hast jetzt einmal gehört, ne? Wichtig ist halt dann selber fahren irgendwann später mal, ne? Aber das ist schon mal. Jetzt gehört, das können wir später nochmal wiederholen, wenn es relevant wird für dich. Ja. Hier natürlich wichtig, wenn wir mit zwei Linien unterwegs sind, hier vorsichtig sein, ne? Zwei und mehr Linien. Und sich hier nicht in die Karre fährt, das wäre nicht so intelligent. CD1-Ankunft, ZOB. Das stimmt. So, vor uns ist die Nordeins, das heißt, wir stellen uns hier hin. Ich mache dann meistens hier auch schon mal aus, damit wir nicht so viel Sprit verbrauchen. Ja. Die Firma dann. Genau. Können auch schon mal hier eigentlich die Zielanzeige rausmachen. Ich kann auch schon mal die Hotline ausmachen.
Jo. Ne? Hast du das auch schon mal gesehen? Ja. Das können wir dann die nächsten Tage nochmal vertiefen, bis du deinen Führerschein hast. Und dann geht's ans Eingemachte. So. Dann kannst du einmal tanken. Verdammt. Bis gleich. Ja. So. Gut. Boah. Das war nicht so schlau geparkt. Ein bisschen gucken, das ist aber nicht so einfach, wenn die Nordeinzünder da ist. So. Ah, das kriegst du auch gut hin, Mensch. So. Wunderbar. Schön. Jo, dann sind wir durch. Magst du rauskommen? Ja, gut, ausnahmsweise. Sollst du mal. Ah, nee, das kannst du ja noch durch. Kann ich machen, genau. Genau. Gut, dann jo, sind wir durch. Mal Feierabend. Ne? Und noch ein kurzer Rundgang hier, dass das heute in Ordnung ist. Jo. Das schaut gut aus. Mhm. Jo, passt. Alles super. Jo, das kann ja schon. Weg oder ist sie noch da? Na klar, wenn ich so spät aussehen sind und zusammen, dann ruhig immer auch zusammen wirklich. Außer Dienst gehen? Ich nicht, ach, vielleicht noch. Ist ja an so einem Spot vorbeigeschrieben. Ach, sie ist in der Kantine. Ah. Genau, nur dass man dann hier so gerade die Uhrzeit unbedingt alleine unterwegs ist. Stop. Habt ihr auf mich gewartet? Ja. Wow, das ist genau. Sehr kollegial. Ja, genau, um die Uhrzeit hat man in Wirklichkeit nicht immer alleine außer Dienst gehen, immer dann zusammen im Idealfall. Na, ihr wisst ja. Ja, komische Menschen auf die Insel. Genau. Mhm. Jo, Feierabend würde ich sagen. Yay. Und hat Spaß gemacht auf der Nord 1? Definitiv, ja. Sehr schön. Das hört sich doch gut an. So, ich flicke ich das aus mit der Datenblatt und dann bin ich auch weg. Immer diese Aufräumarbeiten danach. Mhm. Genau. Gut, dann habt beide noch einen schönen Abend, ne? Man hört sich. Bis dann, die Tage. Tschüss. Tschüss. So, tschüssi. Ja. Das lief doch ganz gut. Jetzt warte mal kurz links hier. Okay, ich denke, ich muss den anderen Haken machen. Das passt schon so weit, denke ich.
Immer mal Strecke versprochen, liegt ein bisschen besser. So. Gut. Der ist ja nicht erschienen hier. Amüsementsonne, die Schirm fällt mir gerade ein. Ganz gerne mal wissen, was der Shuttlebus eigentlich macht. Okay. Was auch immer da ist. Nee, okay. Oh Gott. Die Leute, entspann dich. So. Jo, hat sich doch gelohnt heute. Halt, ich muss noch. Warte mal. Zum Kal- von Maui noch eintragen. Naomi muss auch mal mehr in Dienst kommen. So. Gut.
Jo. Gut. Mach du die Gisse. Jo, dann sind wir durch für heute. Können eben nochmal kurz gucken, ob sich für morgen schon jemand eingetragen hat für Ausbildung. Ab 22 Uhr, ja, na klar. Gar kein Fall. Aber gut, Kalia kann ja jetzt selber fahren. Die kann mich mal, falls Daniel morgen kommt, mal mit eventuell eintragen. Mal die vier unten. So. Gut. Ja, nochmal Feierabend. Dann suche ich euch noch wen zum Reden. Wir gehen eine Runde hier wieder. Warte mal hin. Wir gehen eine Runde hier wieder zu unserem Haus der Essler. Hat da jemand wenig zu Strom hingekommen? Guck mal. Hier hat jemand einen Zuschauer, dann gehen wir mal hin. MG55. Keine Ahnung, wer das ist. Gehen wir mal eine Runde hin. Ein kleines Streamer unterstützen. Dort viel Spaß, bis zum nächsten Mal.